Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder Eier für euch geöffnet. Wieder 30 Geschenke geöffnet und diesmal haben wir, glaube ich, 18 oder 19 Eier bekommen. Zwei Eier haben die ausgebrütet. Wir wollen natürlich wieder auf die Ausbeute schauen. Ist ein Shiny Mobile dabei? Ist überhaupt ein Shiny dabei? Wie sind so die Werte? Wo kamen die Eier her natürlich? Und wir haben uns gedacht, die Sendung hauen wir jetzt tagsüber raus und für abends gibt es dann noch was Spezielles, nochmal eine Folge zu dem Pikachu-Event. Ihr wisst ja, es war ja eine Woche lang jeden Tag ein anderes Hut-Pikachu da. Da wollen wir nochmal drüber reden, da noch eine kleine Auswertung machen. Das aber später, heute also zwei Folgen, jetzt die erste, die Eier-Episode. Und wir gucken mal, was jetzt in die Eier drinne war. Angefangen hat das Ganze nämlich mit einem Pichu 250 WP. Gucken wieder auf die Bewertung. Das kam aus Thema Thüringen, Deutschland. Insgesamt 2-Sterne-Bewertung, Verteidigung auf 15, leider nicht Shiny. Dann gab es ein Cosilla aus Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. 3-Sterne-Bewertung, auch nicht Shiny, aber da habe ich auch die Familie schon voll, also kein Problem. Dann kam ein Pi aus Hildburghausen, Thüringen. 3-Sterne-Bewertung, Angriff auf 15, auch kein Shiny, aber dank dem Flo habe ich da auch die Familie voll. Leider ist eins davon Lucky, also würde ich mich vielleicht über ein 4. Shiny Pi noch freuen. Das sind Luxusprobleme, ja, müsste ich mir jetzt wieder anhören. Dann das nächste Ei aus Thema ist ein Togepi geworden. 2-Sterne-Bewertungen, kein Wert auf aus 15. Wenn ihr aus Thema kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir endlich wieder ein Mobile. Ich sag's doch, keine Sendung ohne Mobile. Aus Hildburghausen, 3 Sterne, dann habt ihr 11, 14, 14. Ist also recht gut, könnte aber natürlich besser sein, obwohl mit Mobile macht man ja eh nichts. So. Dann haben wir einen Fluffeluff aus Wien, Österreich. Grüße raus und Phoenix und Titan MC. Auch wenn die kein Pokémon spielen, hoffe ich zumindest. Weil die sind viel zu cool dafür. Nein, die machen ja Rap und sind da heftig am Machen. Das würde, glaube ich, nicht so reinpassen. Wäre aber trotzdem lustig. Aber Fluffeluff mit 3-Sterne-Bewertung, Angriff, Verteidigung, KP, okay. Ist ein bisschen durchwachsen, auch kein Shiny. Aber da ist ja auch die Familie schon voll. Mamfaxo gibt es nicht als Shiny, kommt aus Willebad Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Angriff und Verteidigung auf 15. 3-Sterne-Bewertung, das könnte man zu einem Relaxo machen. Könnte das entwickeln, hat man einen schönen Arena-Verteidiger noch. Dann ein Dicta aus Oststeinbeck, Schleswig-Holstein, 2-Sterne-Bewertung, also nicht so krass, 3 Haare auf dem Kopf, wie immer. Ein Kleinstein hinterher, da ist ja auch die Shiny-Familie schon voll, aus Schaffhausen, Schaffhausen, Schweiz, 3 Sterne, Verteidigung 15. Noch ein weiteres Mobile, aber wieder nicht in Shiny, Angriff, Verteidigung, KP. Naja, alles plätschert so vor sich hin, aus Halle, Saale, Sachsen-Anhalt, Deutschland und 2-Sterne-Bewertung. Dann haben wir ein Mantirps, das immer noch, glaube ich, brauche ich noch als Lucky. Wollte ich ja mit dem Kenny mal ein bisschen tauschen. Aus Bedburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 2-Sterne-Bewertung, also das kann auch weg. Ein weiteres Pichu aus Poutor, Frankreich, 2 Sterne, nicht so krass. Ein weiteres Pichu aus Poutor, Île-de-France, Frankreich. Das ist ein Unterschied, ob es aus Poutor oder Poutor, Île-de-France kommt natürlich. Denn das hat auch gleich 3 Sterne mit KP 15. Ist trotzdem schlecht, braucht man nicht. Könnte man eigentlich entwickeln für Erfahrungspunkte. Früher hat man immer so Entwicklungssessions gemacht. Gerade die Babys waren da cool zum Durchentwickeln. Jetzt ist das GPS weg. Denn wir haben einen Alola Mauzi aus Kempten, Allgäu, Bayern. Immer bei Bayern, hat kein GPS, geht nicht nach Bayern. Aber 3-Sterne-Bewertung, kein Shiny. Angriff und KP auf 14, Verteidigung auf 13. Also das lässt sich immer besser lesen. Dann ein Vulpix, leider nicht Shiny, aber aus Ohweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland. 3-Sterne-Bewertung. Ein Cosilla noch mit 3 Sternen. Wörth am Rhein, Rheinland-Pfalz, Verteidigung 15. Ein Isso mit, ja, nix. Radebeul, Sachsen, Werte sind wirklich schlecht. Hat auch nur 2 Sterne, kann man so stehen lassen. Da ist auch die Familie schon voll. Dann nochmal ein Kleinstein hinterher, 3 Sterne, gefangen in Rotterdam, Zuid, Holland, Niederlande. Wer das geschickt hat, schreibt es mal in die Kommentare.
Dann habe ich ein wildes Relaxo gefangen, das kam zwischendurch einfach hier reingeschmissen mit 18,21. Auch ein Grund, aber nur ein Stern. Kann man trotzdem aber mal in der Arena setzen. Das nimmt auch nicht so schnell KP ab, wie wenn ihr jetzt, also verliert nicht so schnell Motivation, wie wenn ihr jetzt ein 3000er reinsetzt. Und das letzte auch nochmal ein Kusilla. Kusilla und Pichu, die haben sich also heute die Ehre gegeben, waren am meisten vertreten aus Schwandorf, Bayern, dieses Kusilla. Leider nicht shiny, 3 Sterne, Angriff 14. Und ich verstehe es nicht, andere, die brüten da 5 Eier, haben Shiny Mobile, andere, die brüten ein Ei aus, haben Shiny Mobile, wir brüten jeden Tag 1000 Eier, immer noch nichts, aber das Event läuft dann noch ein bisschen weiter. Habt ihr schon ein Shiny Mobile? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr ein Shiny Vulpix? Schreibt es mal rein. Oder was ihr sonst noch so bekommen habt und auf was freut ihr euch besonders? Wie findet ihr das Event? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Pichu, 250 WP, ein weiteres Pichu aus Poutor, Frankreich, ein weiteres Pichu aus Poutor, Île-de-France, Frankreich, das ist ein Unterschied.